Ich rufe jetzt auf den Top 11, den Top 12, den Top 83, den Top 85, die Mitteilungen der Landesregierung 20568, 20568, 20575, und den Dringlichen Antrag der Abg. Dr. Daniela Sommer und Kollegen. Wir haben vereinbart eine Redezeit von 7,5 Minuten pro Fraktion. Wir haben vereinbart eine Rednerreihenfolge, dass die Landesregierung, unser Ministerpräsident Bouffier beginnt, dann kommen die Sozialdemokraten, dann kommt Bündnis 90. Nein, wer redet für die Landesregierung? Ach, gar niemand. Entschuldigung. Ja, wunderbar. Also, das ist ja schon eine nette Mitteilung. Dankeschön. Also, dann reden die Fraktionen nach einer weiteren Vereinbarung. Wir haben es im Ältestenrat jedenfalls so beschlossen. Hätte damals auch dann im Ältestenrat durch die Landesregierung mitgeteilt werden können. Ist nicht mitgeteilt worden durch die Landesregierung. Die Sozialdemokraten beginnen, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU und, wenn das gewünscht ist, die fraktionslosen Abgeordneten. Frau Faeser, Sie haben das Wort. Herr Präsident, ich freue mich ja darüber, dass ich mal anfangen darf. Der Ministerpräsident wollte sicherlich mal erwidern, aber wir haben ja nachher dann auch noch die Gelegenheit, auf den Ministerpräsidenten zu erwidern. Meine Damen und Herren, genau, bei 7,5 Minuten bin ich da zuversichtlich, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, nach so vielen Monaten des Bangens, des Sorgens und des Verzichts sind gute Nachrichten mehr als willkommen. Glücklicherweise infizieren sich deutlich weniger Menschen mit dem Coronavirus als in den Monaten zuvor. Das ist ein Grund zur Freude. Und es lässt viele Menschen hoffen, dass sie ihr altes Leben Stück für Stück auch zurückgewinnen. Wir sehen, die bundeseinheitliche Notbremse hat offensichtlich etwas gebracht. So viel, dass wir jetzt über Öffnungsschritte reden können. Hessen hat letzte Woche neue Regelungen auf den Weg gebracht, über die wir heute reden. Ab einem Inzidenzwert von über 100 gelten die Bundesregelungen. Da gibt es aus meiner Sicht auch wenig Handlungsspielraum. Mit einer Ausnahme, das ist sicherlich der Bildungsbereich. Doch leider will die Landesregierung wieder einmal nicht ihre Regelungen im Sinne der Schülerinnen und Schüler in Hessen nutzen. Bei den Inzidenzwerten unter 100 gelten nun in Hessen zwei Stufen. In der ersten Stufe der Öffnung muss an 5 Werktagen die Inzidenz von 100 unterschritten sein. Dann gibt es ein paar Lockerungen einhergehend mit einem negativen Test. In der zweiten Stufe muss an weiteren 14 Tagen die Inzidenz unter 100 liegen oder an 5 Tagen unter 50. Und das Ganze muss dann mit den unterschiedlichen Lebensbereichen natürlich, der Hochschule, der Schule, Kultur und Freizeit, Einzelhandel, Hotels, körpernahe Dienstleistungen, Gastronomien, Veranstaltungen abgeglichen werden. So viel zu den Fakten. Aber mal im Ernst, meine Damen und Herren, wer von den normalen Bürgerinnen und Bürgern soll da noch durchblicken? Die Kommunikation der Landesregierung in der Pandemie war mangelhaft mit schweren Folgen. Und auch an diesem Punkt der Pandemie muss ich an Sie appellieren, klären Sie die Menschen doch endlich auf. Niemand wird Regeln befolgen, die er nicht versteht oder gar nicht mal weiß, meine Damen und Herren. Sagen Sie den Menschen immer wieder, und ich kann mich da nur wiederholen, wo die Hauptgefahren der Corona-Infektionen liegen, nämlich bei den Treffen zu Hause. Das gehört in eine Aufklärungskampagne. Auch 15 Monate nach Beginn der Pandemie gibt es keine Aufklärungskampagne. Das ist eines der vorhersehbaren Versagen in der Pandemie. Und ich frage mich schon, warum haben Sie eigentlich nicht Ihre alten Stufen Ihres Stufenplans beibehalten, die ja hier doch so vielfältig gelobt und ausgiebig gefeiert wurden? Und ich frage mich, worauf Sie warten, wenn Sie sehen, wo Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Wir brauchen jetzt zum Beispiel eine klare Strategie, um in sozialen Brennpunkten zu impfen. Und zwar schnell, denn wir wissen, dass beengte Wohnverhältnisse zur Verbreitung des Virus beitragen. Es gibt keine Entschuldigung mehr dafür, dass die Landesregierung hier nicht handelt, meine Damen und Herren.
Und auch, wo hohe Ansteckungsgefahren sind bei den Wohnsitzlosen oder den Flüchtlingseinrichtungen. Das haben Sie ja immerhin jetzt angekündigt, dass Sie das machen. Ich finde, viel zu spät, meine Damen und Herren. Aber Impfen ist ein gutes Stichwort. Dazu haben wir Ihnen heute ja auch einen Antrag vorgelegt, für den wir um Zustimmung bitten. Wenn ich sage, dass das Impfen in Hessen ja sehr schlecht lief, dann ist das noch zurückhaltend ausgedrückt. Hessen war lange hinten bei der Impfquote in Deutschland. Nun sind wir im Mittelfeld, und dass dieser Umstand von Ihnen schon bejubelt wird, sagt viel über den Anspruch dieser Landesregierung aus, meine Damen und Herren. Jetzt kommen die Sommerferien mit großen Schritten näher, und viele Menschen in unserem Bundesland hatten noch kein Impfangebot. Nun wurde AstraZeneca zumindest in der Priorisierung freigegeben. Ich habe eine Meinung dazu, was die KV heute gemacht hat, zu sagen, jetzt können sich alle impfen. Keiner weiß, ob genügend Impfstoff da ist. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Aber auch hier gab es in Hessen Chaos. Fast schon erwartungsgemäß. Erst hieß es, man könne das in den Impfzentren machen. Dann hieß es, man müsse es doch in den Arztpraxen machen. Sie müssen die Menschen aufklären und nicht noch zusätzlich verunsichern, meine Damen und Herren. Und vor allen Dingen, und das ist mein Appell des heutigen Tages, bitte verhindern Sie, dass nun der ganze Ärger bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Impfzentrum aufschlägt. Das ist nicht fair. Die haben eine wirklich gute Arbeit bislang geleistet. Und die Kritik an den hessischen Impfterminvergabe und Organisationen reißt nicht ab, zu Recht. Denn es sind immer noch Tausende der über 70-Jährigen, die zu Hause gepflegt werden, die immer noch nicht geimpft sind. Und nach der letzten Regierungserklärung, Herr Ministerpräsident, da haben Sie ja so vollmündig gesagt, dass alle der Prio-Gruppen 1 und 2 einen Impftermin bekommen haben. Danach kann ich Ihnen sagen, ich hatte noch nie so viele Zuschriften von Menschen, die mir geschildert haben, dass ich recht hätte und sie immer noch keinen Impftermin hatte. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen da auch gerne ein paar E-Mails von weiterleiten. Und deshalb habe ich stellvertretend für all diese Menschen eine Bitte an Sie. Hören Sie auf, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und falsche Versprechungen zu machen. Das schadet und ist nicht gut für das Vertrauen in unseren Staat, meine Damen und Herren. Wir müssen jetzt schnell impfen, und das geht nur mit dem Dreiklang Impfzentren, Hausarztpraxen, Betriebsärzte. 1, 2, 3. Und tun Sie uns allen den Gefallen und geben Sie den Kommunen diesmal ein Mindestmaß an Planungssicherheit. Sagen Sie den Landkreisen und den kreisfreien Städten klar, ob die Zentren nach den 31.08. weitergeführt werden sollen oder nicht. Was ist mit den Zweitimpfungen mit AstraZeneca? Gibt es hierfür genügend Impfstoff? Die ersten Hinweise gibt es, dass es nicht so ist. Ich denke, dass man hier den Menschen und Betroffenen helfen sollte, weil viele der relevanten Berufsgruppen sind davon betroffen, nämlich die Erzieherinnen und Erzieher, die die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben. Die wissen nicht, wie es weitergeht. Bitte, und das ist wirklich meine zentrale Bitte heute an Sie, sorgen Sie dafür, dass Sie ein zweites Impfangebot bald erhalten und auch Planungssicherheit kriegen. Meine Damen und Herren, die Pandemie hat gezeigt, was Hessen ausmacht. Sie hat gezeigt, was die Menschen in Hessen besonders auszeichnet. Solidarität und Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn und Mitmenschlichkeit, Kreativität und Erfindungsreichtum. Sie hat aber auch, wie unter einem Brennglas, offengelegt, was diese Landesregierung versäumt hat. Die Digitalisierung an den Schulen, einen anständigen Wechselunterricht frühzeitig, die psychischen Belastungen für die Kinder und Jugendlichen, über die wir heute mehrfach gesprochen haben. Das sind so schlimme Dinge, um die wir uns dringend kümmern müssen und wofür Sie ein Angebot zur Verfügung stellen müssen. Die Organisation der Impfung, und ich könnte diese Liste noch sehr lange weiterführen, und deshalb habe ich auch sehr viel Verständnis für Enttäuschung und Unmut. Nicht die Wut der Aluhüte, die nicht. Aber das Entsetzen ganz normaler Leute, die sich in dieser Krise schlecht regiert fühlen, dafür habe ich großes Verständnis, insbesondere wenn man sieht, dass sich einige in dieser Pandemie auch noch selbst bereichert haben. Deshalb müssen wir aus dieser Krise lernen.
gerade auch in Hessen. Hessen ist nicht vorn bei der Digitalisierung. Unsere Schulen, unsere Schülerinnen und Schüler, auch unsere Verwaltung haben noch längst nicht überall Zugang zu schnellem Internet. 5 Monate waren die Klassen 7 bis 11 aus den Schulen draußen, und die Spätfolgen sind noch nicht einmal absehbar. Vieles ist zu bürokratisch verlaufen, zu langsam, zu undurchsichtig, zu widersprüchlich. Aber in Hessen werden nicht einmal eklatante Fehler eingestanden. Zum Beispiel, dass die Schutzmaßnahmen in den alten Pflegeeinrichtungen viel zu spät kamen und dadurch Menschen gestorben sind. Oder dass Hessen im Vergleich der Bundesländer lange ganz hinten beim Impfen war. Und bei der Anzahl der Todesfälle, das kann man jeden Tag in den Zeitungen lesen, liegen wir leider in den Flächenbundesländern sehr weit vorne. Auch diese Tatsache muss man zur Kenntnis nehmen. Da reicht es nicht, dass Schwarz-Grün platt sagt, wir bleiben besonnen, wir machen alles richtig. Mit Blick auf die Fakten wirkt diese Ausführung sehr zynisch. Es muss jetzt darum gehen, Fehler zu analysieren und für die Zukunft daraus zu lernen. Denn wer Verantwortung trägt, macht immer auch Fehler. Doch wer sie verleugnet, ist dazu verdammt, sie immer wieder zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Die nächste Wortmeldung in der Reihenfolge wäre jetzt der Kollege Richter für die Fraktion der AfD. Oder habt mir keine Wortmeldungen hingelegt? Nö, eben, dann machen wir es einfach so. Ich mache das jetzt so, wie die Wortmeldungen hier liegen. Bitte, Kollege Richter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Corona-Quarantäne-Verordnung besagt in § 1, wo es um die Absonderung für Ein- und Rückreisende geht, dass diese sich auf direkten Wege in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben haben. Aktuell wird nun von Ihnen festgelegt, dass Personen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügen und keine Krankheitssymptome aufweisen, davon ausgenommen sind. Gleichfalls werden jene ausgenommen, die in den letzten 6 Monaten mittels PCR-Test eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisen können und der aufgrund dieser Infektion einzuhaltende Absonderungszeitraum verstrichen ist. Ebenso verfahren Sie bei der Änderung der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung. Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, einmal mehr schaffen Sie mit diesen Verordnungen eine Zweiklassengesellschaft und beginnen nun, die Menschen in Geimpfte, Genesene und Nicht-Geimpfte einzuteilen und spalten nicht nur die hessische Bevölkerung, nein, sie teilen Bürgerrechte völlig willkürlich zu, und das können wir als Alternative für Deutschland nicht akzeptieren. Bürgerrechte werden nicht gnädig von Politikern über Verordnungen zugeteilt, sie stehen allen Bürgern schlicht zu. Viele Menschen lassen sich nicht allein aus gesundheitlichen Gründen impfen. Sie lassen sich impfen, weil sie ihre Rechte und somit ihr Leben wieder zurückhaben möchten und auf die Hoffnung setzen, die sie ihnen mit Impfungen gegeben haben. Mit Nebenwirkungen und Studien zu den Impfungen selbst hat sich aber kaum jemand beschäftigt, die bei näherer Betrachtung, nämlich Stück für Stück, die Hoffnungen, die heute politisch geweckt worden sind, wieder zunichte machen. Originalzitat des Robert-Koch-Institutes. Immer mehr Menschen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder haben die Infektion hinter sich. Für immer geschützt sind sie dafür nicht. Das kommt vom RKI. Sie dürfen die Menschen also weder direkt noch indirekt zur Impfung zwingen, und sie müssen sich darüber im Klaren sein, was ihre Verordnungen für das Gastgewerbe, den Einzelhandel und die Kunden bedeuten. Sie sollten sich die Verordnung durchlesen, würden Sie das nicht sagen. Sie müssen sich darüber im Klaren sein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass hier in diesem Saal die Verordnungen gar nicht gelesen werden. Ich habe den Eindruck, ich rede von indirekt. Indirekt. Indirekt.
Denn Sie müssen Ihre Verordnung ja auch durchsetzen. Also muss kontrolliert werden. Und wenn es dann noch zu Auffrischungen von Impfungen kommt oder neuen Wirkstoffen aufgrund von Mutationen, bricht Ihr Kartenhaus. Ihr Kartenhaus, was Sie gerade versuchen aufzubauen, wird gnadenlos in sich zusammenbrechen. Und dass Sie sich so aufregen, zeigt, wie sehr ich recht habe. Aktuell handeln Sie genauso situationsgetrieben wie im März 2020, als Sie bemerkten, dass Sie nach 8 Wochen der Untätigkeit zur Eindämmung eines neuartigen Virus schnell den Anschein erwecken wollten, Sie hätten die Situation im Griff. Lassen Sie es sich alle gesagt sein. Sie hatten die Situation zu keinem Zeitpunkt im Griff, meine Damen und Herren. Und Sie werden die Situation mit solchen Verordnungen, wie Sie sie heute vorstellen, auch nicht in den Griff bekommen. Ihre Hoffnung auf Herdenimmunität ist bereits heute wissenschaftlich mehr als nur umstritten und wird schlicht nicht eintreten, erst recht nicht mit Impfstoffen, von denen wir doch bereits heute wissen, dass sie eben nur wirksam sind, was den Verlauf der Krankheit COVID-19 angeht und alles andere maximal abschwächen, aber nicht auflösen. Betrachten wir die Situation in Israel und übertragen diese für einen späteren Zeitpunkt auf uns, so bleibt auch hier noch die Frage offen, ob sich die sogenannten Immunfluchtvarianten B1251, P1 und B1617 in den kommenden Monaten durchsetzen und wie viele der Geimpften dann doch noch eine COVID-19-Erkrankung durchmachen müssen. Richtig ist somit der Weg, den wir als AfD mit monoklonalen Antikörpern schon sehr früh angesprochen hatten, welche zur Behandlung von COVID-19-Patienten genutzt werden können und somit auch eine Entlastung des Gesundheitssystems bedeuten. Übrigens gibt es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund der Art der Impfung, die wir derzeit durchführen, sogar auch bei Geimpften mit monoklonalen Antikörpern gearbeitet werden muss, wenn nämlich die Nebenwirkungen der Impfstoffe, die wir aktuell einsetzen, zu ähnlichen Krankheitssymptomen wie COVID-19 führen. Solche Medikamente werden zukünftig eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Bekämpfung der Virenerkrankungen in unserem Land einnehmen. Dass Sie die Problematik durchaus erkennen und sich versuchen abzusichern, zeigt die 34. Verordnung, in der Sie auch auf Virusvarianten eingehen, welche in Deutschland noch nicht verbreitet sind, aber vom RKI als besorgniserregend eingestuft werden. Und Sie haben in dieser Verordnung bewusst, völlig bewusst, durchaus Verschärfungen bei den Änderungen stattfinden lassen, trotz einer höheren Anzahl geimpfter und niedrigerer Inzidenzwerte. Hier wissen Sie, was Sie tun. Auch die in der 35. Verordnung festgelegte Befreiung von einer Absonderung bei Personen, die geimpft wurden und mit einem PCR-Test positiv getestet wurden, lässt mindestens die Frage offen, ob die hessische Regierung nicht zur Kenntnis nimmt, dass in einem solchen Fall auch Geimpfte infektiös sind. Vielleicht klärt der Herr Ministerpräsident mich ja hier noch auf, ob ich hier irgendwie etwas Falsches gelesen habe, aber so steht es in der 35. Verordnung. Wenn über einen Zwei-Stufen-Plan gesprochen wird, müssen wir klarstellen, dass die Bundesnotbremse keinesfalls zu den jetzt niedrigeren Inzidenzwerten geführt hat. Leider meinen die Bürger unseres Landes, durch die Bundesnotbremse, und die SPD hat es eben fälschlicherweise auch gesagt, und viele Impfungen, möglichst schnell ihre Freiheit wiederzulangen. Dass es dazu sehr viele andere Wege gegeben hätte, die auch beispielhaft in anderen Ländern so gewählt wurden, wird von Ihnen und auch weiten Teilen der Öffentlichkeit regelrecht verdrängt. Schauen wir in die Schweiz, die ja sehr gescholten wurde für ihren Weg zuletzt und dennoch völlig ohne Notbremse um ein Vielfaches besser abgeschnitten hat als wir und damit aufzeigte, wie unsinnig und aktionistisch die in Deutschland und damit auch in Hessen betriebene Politik derzeit ist. Bitte lassen Sie mich noch die Problematik der Impfung bei Jugendlichen und Kindern berühren. Wir als Alternative für Deutschland weisen mit allem Nachdruck und sehr dringlich darauf hin, bei Impfungen von Kindern und Jugendlichen höchste Vorsicht walten zu lassen. Die Warnungen der STIKO sind wirklich ernst zu nehmen. Auch wenn Herr Sozialminister Klose und Herr Kultusminister Lorz darauf hinweisen, für ihre Pläne noch eine Zulassung für Kinder abzuwarten, so wird hier doch bereits ein Zeitplan in Aussicht gestellt, der uns große Sorgen bereitet. Bis zum neuen Schuljahr sollen alle Schüler, die eine Impfung möchten, gegen das Virus geimpft sein. Bis zum Sommer erwartet man keinen Impfstoff für Kinder unter 12 Jahren. Damit komme ich zum Schluss. Wenn, meine Damen und Herren, bereits der Impfstoff für Erwachsene kritisch gesehen wird, da entsprechende Studien fehlen und nur Schnellzulassungen die Impfung ermöglichen, so darf man solche Schnellzulassungen für Jugendliche nicht favorisieren, da Kinder und auch Jugendliche schlicht nicht zur Risikogruppe gehören, die mit COVID-19 einen schweren Verlauf oder länger anhaltende Schäden zu erwarten hätten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Unterdessen habe ich hier eine ansehnliche Anzahl an Rede- und Wortmeldungen. Da wir jetzt nicht mehr in der Reihenfolge sind, Kollegin Funken hatte ich ohne dies schon. Kollegin Funken für die Fraktion der CDU wäre dann jetzt dran. Dann kommt René Rock, dann Frau Böhm und dann Markus Bocklet. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Doch es gibt einen Grund zur Hoffnung. Aber fangen wir von vorne an. Die Bundesregierung hat mit der Notbremse bezogen auf die 7-Tage-Inzidenz von 100, 150 und 165 einen Katalog an bundeseinheitlichen Maßnahmen definiert. Dass alle Länder einheitlich handeln, wenn bestimmte Grenzen gerissen werden, war in der schwierigen Lage sicher der bessere Weg, um Verständnis und Akzeptanz zu erreichen. Auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass die letzten Wochen keine Sternstunde des Föderalismus waren. Es ist daher auch zu begrüßen, dass die Festsetzung von Maßnahmen bei einer mehrtägigen Inzidenz von unter 100 in den Händen der Länder bleibt. Ein zentral gelegenes Land wie Hessen mit vielem ländlichen Raum muss bei Öffnungsschritten anders behandelt werden als Stadtstaaten wie Hamburg, Berlin, Bremen oder auch Urlaubsorte. Unser föderales System hat den großen Vorteil, Politik auf die Eigenschaften einer Region passgenau zuzuschneiden. Ich danke unserem Corona-Kabinett für die Vorlage einer Verordnung, die die Bekämpfung der Pandemie und die Bedürfnisse der Hessen in ein verantwortungsvolles Verhältnis gesetzt haben. Bevor ich näher auf die Inhalte der Verordnung eingehe, möchte ich noch einige Sätze zur Corona-Debatte im Allgemeinen verlieren. Es ist völlig in Ordnung und für eine Demokratie auch gesund, dass wir über die Inzidenz als Maßstab der Pandemiebemessung, die richtige Geschwindigkeit der Öffnung und die Umsetzung der Lockerungen hart in der Sache diskutieren, um zu den besten Lösungen zu kommen. Was aber nicht in Ordnung ist, ist eine Schlechtmacherei. Das sollten wir vor allem den Sozialdemokraten ans Herz legen. Auch die Opposition trägt hier Verantwortung. Denn Menschen, die die Pandemie bekämpfen, den Rücken zu stärken und sie nicht zu Spielbällen des Wahlkampfes zu degradieren. Man muss sich mal vorstellen, Sie schimpfen in Ihrem Dringlichen Antrag mal wieder über das Chaos bei der Terminvergabe und reden von verwirrenden E-Mails. Ich sage Ihnen jetzt mal was, und zwar die Mitarbeiter beim ärztlichen Bereitschaftsdienst, in den Callcentern und natürlich in den Impfzentren und Arztpraxen leisten seit Monaten Unübermenschliches, um uns alle gut durch diese Pandemie zu bringen. Sie haben es aber nicht verdient, dass dieser Einsatz von Ihnen zum Chaos reduziert wird. Die sorgt nämlich dafür, für eine Zersetzung, wo Zusammenhalt notwendig ist. Die Menschen brauchen Perspektiven und keine Schauermärchen. Und so viel, liebe Frau Faeser, Sie haben ja so viele Zuschriften bekommen, das haben wir alle. Aber nicht nur schimpfen, sondern vielleicht auch helfen. Ich habe genauso viele Zuschriften bekommen. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, mit der Jungen Union eine Anzeige zu schalten, um zu sagen, wir helfen euch, wenn ihr nicht weiter könnt. Wir konnten so 200 Odenwälderinnen und Odenwälder zu einem Impftermin helfen. Also nicht immer nur
nicht immer nur meckern, sondern auch helfen. Kommen wir zum Inhalt der Verordnung. Frau Kollegin Funk, bitte einen kleinen Moment. Es ist zu unruhig. Bitte um mehr Ruhe und um mehr Aufmerksamkeit für die Rednerin. Kommen wir jetzt zur Verordnung. Mit dem stufenweisen Konzept erhalten Bürger und Unternehmen eine klare Öffnungsperspektive. Genau ist das ist es, was die Menschen in unserem schönen Hessenland jetzt brauchen, eben Licht am Ende des Tunnels. Die Regelungen ermöglichen mehr Flexibilität, unter anderem für den Handel, für Kultur, Freizeitangebote, für Sport, für die Gastronomie. Wir haben heute gesehen, die ersten Gastronomen haben ihre Tische nach draußen gestellt, unsere Hotellerie sowie den Bildungs- und Betreuungsbereich. Insbesondere Lockerungen bei den Schulen sehe ich als wichtigen Schritt in die Normalität. Denn Kinder und Jugendliche gehören mit zu den Hauptleidtragenden in dieser Pandemie. Die Schulen haben Unglaubliches geleistet bei der Aufstellung von Angeboten, des Distanz- und Wechselunterrichts. Auch die aktuellen Entscheidungen wurden wieder schnell und effektiv umgesetzt. Dafür müssen wir den hessischen Lehrerinnen und Lehrern ausdrücklich danken. Ich selbst als Mutter kann wie viele von uns ein Lied davon singen, was es bedeutet, zwei kleine Kinder zu bespaßen und zu betreuen, während nebenbei die Videokonferenz läuft. Es ist daher unsere Pflicht, Corona-Maßnahmen dort zu lockern, wo die Inzidenz es zulässt, um nicht anderorts bleibende Schäden zu verursachen. Daher kehren die Klassenstufen 1 bis 6 und die Abschlussklassen bei einer mehrtägigen Inzidenz von unter 100 in den Präsenzunterricht zurück. Bleibt die Inzidenz 14 Tage unter 100, ist sogar der Präsenzunterricht für alle Klassenstufen möglich und sinnvoll. Ebenso wichtig wie eine schrittweise Rückkehr in die Beschulung ist die Wiederaufnahme von Betreuungsangeboten. Viele berufstätige Eltern haben in den vergangenen Monaten eine Zerreißprobe erlebt und müssen nun, genau wie die Kinder selbst, durch die Angebote entlastet werden. Mit der Corona-Verordnung reagiert Hessen auf die Dynamik der Pandemie, um Normalität dort zu ermöglichen, wo es vertretbar ist. Das ist ein gutes Signal, insbesondere für Kinder, Jugendliche, die Eltern, unsere Unternehmen, aber auch für unsere Vereine, für uns alle. Ich bin zuversichtlich, dass in Zukunft weitere Kreise in Hessen unter die 100er-Marke fallen werden, in Verbindung mit dem steigenden Impftempo, der Aufhebung der Priorisierung im Juni, der zunehmenden Impfbereitschaft und der Mitwirkung der Menschen, die notwendige Rücksicht und Verantwortung zeigen, darf uns die Entwicklung hoffnungsvoll stimmen, eben Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Funken. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist schade, dass wir nicht im Rahmen einer Regierungserklärung diese Situation besprechen können, mit ausreichend Redezeit, mit der Möglichkeit, auch Gedanken etwas länger auszuführen. Und ich glaube, auch das Thema, wie wird denn bei den Menschen kommuniziert, was jetzt hier in unserem Land passiert, hätte sicherlich eine Regierungserklärung in diesem Hessischen Landtag verdient, sehr geehrte Damen und Herren.
die Verwirrung, die wir jetzt auch hatten unter der Absprache der Fraktionen, wie das jetzt hier ablaufen wird, die Diskussion, das wird sicherlich unter dem parlamentarischen Geschäftsführer noch einmal aufgearbeitet werden. Ich finde das unangenehm. Ich finde, so eine Herausforderung wie die Pandemie verlangt höchstmögliche Transparenz und höchstmöglichen und bestmöglichen Umgang der Fraktionen untereinander. Das kann ich leider in dieser Konstellation hier so nicht feststellen. Ich möchte aber doch mit etwas Positivem weitermachen. Denn die Situation in unserem Land, auch im Hessenland, die wird besser. Sie wird signifikant besser. Es ist ein hervorragender Trend, den wir wahrnehmen können. Und wir hoffen natürlich alle, dass es jetzt schnell und große Schritte zur Normalität gibt, nach diesem über einem Jahr höchste Herausforderung für unsere Bürgerinnen und Bürger, für alle Menschen in unserem Land, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht doch auch ein, zwei Anmerkungen machen auf meine Vorrednerinnen und Vorredner. Wir haben es hier oft besprochen. Wir brauchen bei der Frage, wie gehen wir mit der Pandemie um, höchstmögliche Wahrhaftigkeit bei der Frage, wie sind die Ursachen, wie sind die Möglichkeiten, die helfen, was hat was gebracht, was hat nichts gebracht. Und da bin ich schon bei der Bundesnotbremse. Ich muss ehrlich sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es oft besprochen. Wenn eine Maßnahme ergriffen wird, dann dauert das 2 bis 3 Wochen, bis man überhaupt feststellen kann, ob diese Maßnahme irgendeinen Erfolg erzielt hat. Dass wir schon seit über 2 Wochen rückgängige Infektionszahlen haben, dass wir seit über 2 Wochen sehen, dass es fast in sich zusammenbricht, die Infektionszahlen, hat doch sicher nichts mit der Bundesnotbremse zu tun, weil die könnte ja erst ab nächste Woche wirken. Also von daher bleiben Sie doch einmal bei der Objektivität der Tatsachen, sehr geehrte Damen und Herren. Und nur weil Sie es immer wiederholen, wird es ja nicht wahrer. Und liebe Frau Funken, das muss ich jetzt schon wirklich mal anmerken, dass aus der CDU-Fraktion jemand hierher kommt und sagt, na ja, man muss doch in der Kommunikation sehr aufpassen, damit man den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht zersetzt. Also das Wort zersetzen muss schon sagen, das ist schon ein sehr harter Ausdruck. Da muss man gut in sich gehen, wenn man das hier an dem Pult so sagt. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, keiner von uns hat den Finger richtig in die Wunde gelegt. Welche Fraktionen, welche Fraktionsangehörigen massiven Schaden an der Glaubwürdigkeit der Corona-Politik ausgelöst haben durch Maskendeals und ähnliches Verhalten? Das war doch aus Ihrer Fraktion, das war doch nicht die Opposition, sehr geehrte Damen und Herren. Und einer der wichtigsten Entwicklungen, die wir jetzt erleben können, warum es besser wird, sind eigentlich 2 Trends, die wir feststellen können. Das eine erinnert uns das natürlich ans letzte Jahr. Da ist es auch im Frühjahr so gewesen, dass die Zahlen nach unten gegangen sind, sozusagen mit dem Auslaufen der Grippesaison, mit der Frage, man kann mehr rausgehen, man hat eine andere klimatische Situation. Und dazu kommt aus meiner Sicht auch noch das Impfen dazu, das eine hervorragende Wirkung hat. Und das jetzt zeigt, sehr geehrte Damen und Herren, wie groß der Schaden ist, den unser Land, unsere Bürgerinnen und Bürger erlitten haben durch die verfehlte Beschaffungspolitik von Impfstoff dieser Bundesregierung und der Europäischen Union. Und das kann man hier noch einmal beobachten, sehr geehrte Damen und Herren, ein großes Versagen, das die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ausbaden müssen. Und jetzt habe ich schon nur noch 3 Minuten. Das ist wirklich sehr schade, dass man auf viele Aspekte gar nicht eingehen kann. Ich möchte trotzdem einen Aspekt noch einmal wirklich beleuchten. Und ich habe ja jetzt von Frau Funken auch gehört, sie hat 2 Kinder. Liebe Frau Funken, Sie wissen ganz genau, was das bedeutet, was dieser über ein Jahr faktischen Hausarrest für unsere Kinder, für unsere aller Kinder ausgelöst hat, was das bedeutet hat, was das für eine Krise in Familien ausgelöst hat, was da womöglich, wir haben es ja heute schon diskutiert an anderen Stellen bei der Frage Kindesschutz, Kindeswohl, was wir dort alles aufarbeiten müssen, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum ist jeder Tag, in dem unsere Kinder nicht in die Kitas, in die Schulen gehen können, ein schlechter Tag für unser Land, ein schlechter Tag. Und da frage ich die Landesregierung,
Der Ministerpräsident an dieser Stelle uns erklärt, bei einer Inzidenz von über 100, dass es vertretbar ist, Präsenzunterricht in hessischen Schulen zu machen. Jetzt hat er natürlich nicht die Möglichkeit, über 100, weil die Bundesnotbremse gilt, Entscheidungen zu treffen, sondern ich erwarte aber von Ihnen, dass Sie diese Fristen mit da noch eine Woche und hier noch zwei Wochen, dass Sie die zurücknehmen, dass die Kinder in unserem Land schnellstmöglich, trotz Bundesgesetzgebung, schnellstmöglich im Rahmen dessen, was möglich ist, wieder in die Schulen, in die Kitas gehen können, weil die Kinder in unserem Land haben das verdient, sehr geehrte Damen und Herren, und es liegt in Ihrer Verantwortung, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Das machen Sie nicht, sondern Sie legen ja jetzt wieder da eine Woche warten, hier noch mal zwei Wochen warten. Und was bringt das denn? Wir haben in einem Landkreis Kommunen, die sind seit drei, vier Wochen unter der Inzidenz von 50. Wenn Sie jetzt der Landkreis aufmacht, gibt es vielleicht immer noch eine Stadt, die über 100 Inzidenz hat. Sondern es kommt doch darauf an, dass die Kinder in den Schulen getestet werden, dass wir dort keine Infektionsherde haben, dass die Lehrer geimpft sind mittlerweile. Das ist doch die entscheidende Frage. Lassen Sie die Kinder in unserem Land endlich wieder in die Schulen gehen. Das haben die Kinder in unserem Land verdient, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Und dann noch die Kitas. Die Kitas ist ja noch so ein Thema. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die letzte Zeit in der Kita war. Wenn Sie sehen, wie mit Flatterbändern die Bereiche in Kitas abgesperrt sind und Kinder sich aus den Flatterbändern nicht rausbewegen dürfen, nicht mit ihren Freunden spielen dürfen, die einen Meter nebendran sind, diese Zustände, die natürlich eine entsprechende Förderung der Kinder massiv behindert. Und darum sind solche Umstände nach Möglichkeit zu beenden. Und wir haben die Möglichkeiten, das zu beenden. In Ihrer Verordnung verhindern Sie die Möglichkeit, das zu beenden. Seien Sie endlich einmal sensibel genug, bei den Kindern in unserem Land zu schauen, was können wir endlich für diese Kinder tun, weil sie versündigen sich an der Zukunft dieser Menschen und werden ganz viele Kinderseelen wieder aufpäppeln müssen, die großen Schaden genommen haben in dieser Pandemie. Und da schaut diese Landesregierung leider nicht genug hin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, seien Sie nicht nur besonnen und träge, seien Sie auch einmal mutig. Schauen Sie nach Österreich. Dort regiert eine schwarz-grüne Bundesregierung. Die hat es jetzt ermöglicht, nach der ersten Impfung den Menschen ihre Rechte wieder zurückzugeben, ihnen wieder zu ermöglichen, am Leben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und es gibt mittlerweile Studien, die das sehr wohl vertretbar machen. Und darum fordere ich Sie auf, auch einmal aus Ihrer Sicht modern und nach vorne zu gehen und den Menschen endlich wieder ihre Rechte zukommen zu lassen. Das würde für 20 Millionen Menschen in unserem Land wieder mehr Normalität bedeuten. Und es liegt an Ihnen, solche Dinge voranzutreiben. Sie haben die Möglichkeiten, sowohl in Berlin als auch hier in Wiesbaden für gute sechs Millionen Hessen. Ich bitte Sie darum, seien Sie etwas mutiger und etwas weniger besonnen, / träge. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. – Nächste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist ja schon eine interessante Debatte. Auf der einen Seite haben wir die euphorischen Vorstellungen, dass jetzt alles frei wird und wieder normal wird sozusagen. Auf der anderen Seite wird Leuten hier vielleicht mal sagen, na ja, pass mal auf, oder wir könnten auch mal skeptisch sein, auch gleich Schlechtmacherei vorgeworfen. Also ich finde, dass eine problematische Sache, ein realistisches Herangehen wäre sicher sinnvoll. Und ich glaube, wir müssen realistisch rangehen, auch wenn wir sehen, jetzt die Inzidenzen ändern sich. Das ist schon ganz gut so. Sie werden geringer. Und das hat natürlich erstmal eine Vorfreude für Öffnungen. Aber unter 100 ist auch wieder schnell über 100, und das kann von heute auf morgen sozusagen innerhalb eines kurzen Zeitpunkts eine ganz andere Situation vor Ort ergeben. Ich denke nur an meinen Landkreis, der liegt dann tagelang bei 100,1. Ja, super, damit ist es noch nicht möglich, weitere Öffnungsschritte zu gehen. Das ist die eine Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, ich finde es wirklich dringend erforderlich, dass wir unterscheiden, deutlich unterscheiden, wo steckt man sich an. Hier im Saal hätten wir gute Chancen, uns anzustecken, wenn wir jetzt nicht getestet werden und viele schon geimpft und Maske haben. Aber draußen, die Kinder, die da draußen mit den Flatterbändern rumlaufen,
Es gibt kaum Möglichkeiten, sich draußen anzustecken, nur wenn man ganz eng zusammensteht und sich wirklich die Viren gegenseitig ins Gesicht bläst. Ich denke, diese Unterscheidung mal zu treffen, die wäre dringend erforderlich, und die ist seit eineinviertel Jahren von den Aerosolforschern deutlich gemacht worden. Ich finde es notwendig, das mal zu erkennen. Tatsächlich. Und die dritte Vorbemerkung, da ja, schließe ich mich doch an den Kollegen Rock an, Kinder und Jugendliche fast, und alles andere kommt second und last. Es geht wirklich darum, die Situation von Kindern und Jugendlichen hier zu verbessern und denen die Chancen für eine Entwicklung zu geben. Das muss unser Ziel sein. Moment, Frau Kollegin Böhm, es ist sehr unruhig, insbesondere auf der rechten Seite. Ich bitte der Rednerin, Aufmerksamkeit zu schenken. Ihnen, Herr Präsident. Ja, dann komme ich zu einzelnen Punkten der Verordnung. Es geht zum Beispiel um die Frage der Kindertagesbetreuung. Eltern mussten weiterarbeiten. Nicht alle konnten Homeoffice machen, und Homeoffice mit Kindern, wissen wir, mit Kinderbetreuung nicht vereinbar. Und viele hatten auch die Situation, dass sie keine Möglichkeiten hatten, auf dem Arbeitsplatz immer Abstand zu nehmen. Also sie mussten ihre Kinder irgendwie, irgendwas muss man anfangen. Das heißt, die Kinder sind dann doch in die Kitas gegangen. Die Erzieherinnen haben sich aber deutlich verheizt gefühlt, weil sie nicht in der die Möglichkeit hatten, tatsächlich Abstand zu halten und sich ihre Sicherheit, ihre Gesundheit zu sichern. Das hat sich ein bisschen gebessert, oder es bessert sich gerade durch das Impfen, auch durch das Testen. Das macht es etwas leichter. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die Tests für die Kinder ermöglichen. Also wenn meine kleine Enkelin mit 2 Jahren durchaus in der Lage ist, sich dieses Stäbchen selber in die Nase reinzustecken und selber zu testen, dann müssten das andere Kinder durchaus auch können. Und im Kreis Groß-Gerau fangen sie jetzt an mit den Lolli-Tests. Ich denke, das könnte wirklich landesweit auch möglich sein. Und das erwarte ich auch von der Landesregierung, auf den Weg zu bringen. Ein zweiter Punkt, den die Kitas brauchen. Es ist mehr Personal notwendig. Wenn die Gruppen geschlossen sind, ist mehr Personal erforderlich. Und auch Risikogruppen müssen weiter geschützt werden. Erzieherinnen mit hohem Risiko müssen weiter geschützt werden. Und dafür muss mehr Personal und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich fände es schön, wenn Sie vielleicht noch einmal sagen könnten. Ich mache fast alles für Sie, Frau Kollegin Böhm. Also bitte, es ist in der Tat etwas laut im Plenarsaal. Bitte, wenn Sie Gespräche zu führen haben, tun Sie das vor der Tür. Ansonsten lauschen Sie den Ausführungen von Frau Böhm. Ja, danke. Ich komme zur Schule. Da ist es natürlich notwendig, den Wechselunterricht tatsächlich überall zu etablieren, aber auch die Kinder und Jugendlichen mehr zu unterstützen und kleine Lerngruppen anzubieten. Und das große Problem bei Kindern und Jugendlichen ist, dass sie viel zu wenig soziale Kontakte haben in der letzten Zeit. Und ich denke, das ist das, unter das sie besonders leiden. Und da möchte ich auch die Bedeutung der sozialen Arbeit noch einmal in die Frage reinbringen. Das ist durchaus notwendig, diese soziale Arbeit wesentlich stärker zu unterstützen. Die Wohlfahrtspflege rechnet gerade mit 15 Millionen Euro Defizit der Einrichtungen. Und hier kommen wir mit unserer Forderung, die wir schon im Haushalt im letzten Jahr gebracht haben. Es ist dringend notwendig, hier einen Sozialfonds aufzulegen. Werden Sie dazu aktiv? Ich will noch einen Punkt sagen zur Frage Arbeitsplätze. Also nicht nur, dass der Virus macht nicht nur sonntags bei der Sonntagsöffnung geht er schlafen. Er geht auch nicht schlafen, wenn die Menschen arbeiten gehen müssen. Er schläft nie. Das heißt, dass die Notwendigkeit, wirklich Menschen am Arbeitsplatz viel mehr zu schützen, ist dringend gegeben. Und da ist die Frage natürlich, haben wir in Hessen einen funktionierenden Arbeitsschutz? Da bin ich wirklich nicht nur skeptisch, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich ist, weil es wesentlich zu wenig Personal und wesentlich zu wenig Tools gibt, um die Menschen, um den Arbeitsschutz tatsächlich umzusetzen und ordentlich zu organisieren. Hier wird viel mehr getan müssen. Aber nicht nur wegen Corona. Ich denke, der Arbeitsschutz ist in Hessen eh eine. Wenn jeder Betrieb nur alle 40 Jahre Angst haben muss, dass mal ein Arbeitsschützer vorbeikommt oder eine Arbeitsschützerin, ist die Angst nicht sehr groß. Ich will nur einen Punkt noch einmal sagen zu den Fragen. Also, es hat kaum einer gesagt, Thema Kultur.
Es ist möglich, heute jetzt auch in einigen Punkten mit ordentlichen Hygienemaßnahmen draußen kulturelle Veranstaltungen zu machen und auch Festivals auf den Weg zu bringen. Ich denke, Sie kennen die Initiative der Festivals. Ich bin selber angesprochen. Bei mir gibt es das Trebur Open Air, eine wichtige Sache, die von Jugendlichen selber organisiert wird. Aber die Festivalmacher sind nicht in der Lage, dieses Festival durchzuführen, dieses wie die ganzen vielen anderen Festivals, die es gerade in Südhessen gibt, die sind nicht in der Lage, es durchzuführen. Und die Fördermöglichkeiten, die das Land anbietet, sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Da muss man mindestens einen Monat lang Festival machen. Ja, wer kann das denn mit 15 Veranstaltungen pro Monat? Oder man muss mindestens 10 Veranstaltungen machen. Ein Festival ist ein Wochenende. Ja, sorry, ich weiß nicht, auf welchen Festivals Sie schon waren. Ein letzter Punkt, der für mich noch einmal wichtig ist, ist, dass die Impfungen zu den Menschen gebracht werden. Es ist notwendig, dass die Menschen dort geimpft werden, wo sie arbeiten und wohnen, und das nicht nur auf dem Papier. Sie müssen den Kommunen tatsächlich ermöglichen, dass das passiert. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Priorität aufgehoben werden soll, da sage ich schon, da bereiten Sie das dritte Chaos vor, wie Sie das machen. Und das ist nicht das Chaos, das die Mitarbeiterinnen dort veranstalten, sondern hier stinkt der Kopf von oben und er stinkt nie von unten. Wenn wir sehen, wie viele Leute noch gar nicht geimpft sind, obwohl sie angemeldet sind, noch gar keinen Impftermin haben, 513.000 sind das. Ne? Leute, dann ist es halt die Frage, die haben noch keinen Termin, das sind die ersten drei Prio-Gruppen. Und da sind noch viele Leute, die sich noch anmelden werden, wird das ein großes Problem werden, wenn Sie, aber Sie möchten gerne das haben, und wenn Ihr Zufallsgenerator dann ausspuckt, wann wer einen Termin kriegt irgendwann. Ich freue mich wieder auf dieses Chaos, ich bin mir ziemlich sicher. Und ein letzter Punkt ist, Impfungen für Heranwachsende zu versprechen und sie vielleicht nicht anhalten zu können, finde ich äußerst gefährlich. Und ich denke, da würde ich eigentlich Zurückhaltung an Ihrer Stelle walten lassen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Böhm.